So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Eigentlich habe ich heute wieder was ganz anderes vorbereitet, was ich hochladen wollte. Jetzt ganz frisch ist noch was dazwischen gekommen. Deswegen werde ich das eigentliche Video heute Abend bringen. Dafür gibt es dann keine Ramses Kitchen Folge. Zwei Pokémon-Videos heute, aber nur leichte Kost. Ich habe letztens nämlich ein Video hochgeladen, da habe ich den Hoffnungsburger eingeführt. Ja, was hast du den eingeführt, Junge? Hast du den in den Arsch geschoben oder was? Nee, den habe ich, also da gab es gar keinen richtigen Burger, aber in Anlehnung an den Spekulatius habe ich einen Burger genommen, den ich dann immer einblende, wenn wir was in den Raum werfen, was nicht 100% bestätigt ist, was geleakt wurde, was im Data-Miner-Verkehr gefunden wurde, wie auch immer. Und ich habe auch gesagt, macht Vorschläge, wie können wir das noch nennen. Der Hoffnungsburger war es ja jetzt, in der Hoffnung eben, dass das, was ich im Video erzähle, wirklich passt. Und der Bernhard P. vor 2 Tagen hat einfach mal geschrieben, Ramses Gerüchteburger wäre gut. Was klingt also besser? Der Hoffnungsburger oder der Ramses Gerüchteburger hat wieder mal zugeschlagen, ne? Das finde ich eigentlich richtig genial, deswegen habe ich ihm auch ein Herzchen gegeben. Ich muss mir die Kommentare aber alle noch durchlesen, die da dabei waren. Und heute wieder eine Folge mit dem Ramses Gerüchteburger. Es geht nämlich um 2 Features, die eventuell, ne, zuhören, eventuell in Pokémon Go eingeführt werden in naher Zukunft. Da hat mein MMO wieder mal einen Artikel drüber verfasst. Den wollen wir uns mal reinziehen. 2 Minuten Lesezeit vom Noah Struthoff. Prost auf jeden Fall. In Pokémon Go dürften bald 2 neue Features kommen. Eigentlich ist, die Artikel sind immer so aufgebaut, es wird ein Text geschrieben, heiß gemacht, da steht dasselbe nochmal wie in der Überschrift, dann, worum geht es genau, dann wird dasselbe im Prinzip nochmal geschrieben, dann Trainer jubeln, was wurde gefunden hier und da, dann, es steht eigentlich 20 Mal das Gleiche da, dass der Artikel schon 500 Sätze hat, aber immer noch nicht das eigentliche Thema angeschnitten wurde. Aber gut, ich will da nichts kritisieren, jeder soll das machen, wie er möchte. Für manche ist das natürlich besser, wenn das genauer wiedergeführt wurde. Jetzt also die 2 Features. Trainer jubeln, würde Pokémon Go extrem verbessern. Was wurde beim Verschicken gefunden? Event-Pokémon wie Pikachu mit Hut können bisher nicht in der Masse verschickt werden. Sie muss man immer extra verschicken und das kann ziemlich lange dauern. Ihr kennt das, Beutel voll, ihr wollt was wegschicken, ihr drückt an. Kannst du nicht verschicken so aus dem Menü heraus, musst du immer einzeln machen, es nervt einfach komplett. Warum? Und bei jedem Event, der hat einen Hut auf, so viele Sachen, das schmutzt einfach alles den Beutel zu. Damit könnte bald Schluss sein, denn statt 10 GB gibt es jetzt 20 GB. Doppelt Daten für eine 19,99 bei Vodafone. Davon rate ich ab, hört auf damit. Ich muss mir aber auch noch einen neuen Anbieter suchen fürs Handy, fällt mir gerade ein. Weil Telekom ist einfach zu teuer. Für 4 GB Datenvolumen 55 Euro, das geht doch auf keine Kuhhaut, oder? Ich muss mir da mal was suchen, so 10 GB für 15 Euro, das klingt doch auf jeden Fall fair. Überall Werbung. Es wurde auf jeden Fall jetzt folgender Satz gefunden. Deine Auswahl beinhaltet Event-Pokémon. Bist du sicher, dass du diese verschicken willst? Ihr dürften also bald nur einmal gefragt werden, ob ihr Event-Pokémon verschicken wollt. Ihr dürften sie aber wohl wie jedes andere Pokémon auch normal auswählen können. Nicht ihr dürftet sie dann so, sondern ihr dürften, okay. Also, das auf jeden Fall was richtig genial ist. Es verändert das Spiel jetzt nicht grundlegend, aber es spart auf jeden Fall Zeit. Es ist dann nicht mehr so nervig. Ihr könnt einfach alle Event-Pokis auswählen und mit einmal einer Sonderbestätigung könnt ihr die dann in die Tonne hauen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und was noch cooler ist, ist das Power-Uppen. Ihr wisst ja, ihr sitzt immer da, ihr wollt ein Pokémon maxen. Bei Hong ist das immer so, mit seinen Max-Out-Monday-Folgen. Das sitzt du halt da 10 Minuten und max dieses dreckige Pokémon bis zum Maximallevel. Oh mein Gott, ich raste komplett aus. Aber das ist der Vergangenheit an, gehört der Vergangenheit an.
Denn jetzt werdet ihr da auch gefragt, das habe ich ja schon immer vorgeschlagen, warum das nicht so gemacht wird, dass ihr einfach bis zu einem bestimmten Level auswählt, das euch anzeigt, wie viel Staub und wie viel Bonbons ihr jetzt in dem Moment da reinsteckt. Das bestätigt, dass es gleich boom auf dieses Level geht. Also, bisher kann man Pokémon immer nur um ein halbes Level stärken. Das kostet dann Sternenstaub und Bonbons. Ein Pokémon von Level 20 auf Level 40 zu bringen, kann aber schnell mal mehrere Minuten dauern. Das lange Leveln dürfte wohl bald Geschichte sein. Data Miner haben folgende Textpassage gefunden. Bist du dir sicher, dass du ein Power-Up x-mal durchführen willst? Es scheint also, dass man bald mehrere Power-Ups gleichzeitig durchführen kann. So könnte man dann ein Pokémon mit nur einem Klick aufs Maximallevel bringen. Vorausgesetzt, man hat genug Sternstab und Bonbons. Das sollte aber sowieso jedem klar sein. Wie sicher sind die Infos? Ja, gar nicht sicher, deswegen haue ich die auch hier raus. Wie kommt das bei den Spielern an? Naja, sicherlich gut, weil es spart einfach alles Zeit und es war bisher immer nervig, alles so zeitraubend zu machen. Junge, ich will mein Eminem nicht auf den Startbildschirm hinzufügen. Das aber natürlich der Ramses Gerüchteburger. Es kann kommen, es kann nicht kommen, es kommt sicherlich irgendwann, wann, wissen wir nicht, aber wie findet ihr auf jeden Fall diese Neuerungen, dass ihr eben die Event-Pokis gleich im Massentransfer verschicken könnt, dass ihr die Power-Ups beschleunigen könnt, Max Out Monday wird nie wieder der gleiche sein, wenn ihr, ich max heute mein Relaxo, fertig, tschüss, dann war's das, hey, das ist doch sehr gut, oder? Finde ich richtig genial. Es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die fehlen, die man einführen könnte. Da müsste ich aber mal eine extra Folge drauf machen, was dann Sachen sind von mir, die ich mir gerne wünsche. Das zwei Sachen, die eben vielleicht bald kommen oder auch nicht, aber die jetzt ich nicht hier erfunden habe, das Rad neu, ne? Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Warum liegt ihr ein Feuerzeug zum Bieröffnen bestimmt? Was sagt ihr zu den zwei neuen Features? Welches davon findet ihr besser? Findet ihr beide gut? Findet ihr beide sinnlos? Seid ihr zufrieden, so wie es ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Heute Abend kommt noch ein anderes Video dann, auch mit Bezug zu Pokémon. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns bis dahin. Peace out. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.